Das da, das ist der Marco. Und der hat vor ungefähr 4 Jahren angefangen, Puschle zu kriegen und Quaddle. Und Kopfweh und ein dickes Au. Und es ging saumäßig mies. Und wir wussten nicht warum. Nur längerem Hin und Her haben wir dann mit dem Allergietest den Grund gefunden. Und das ist er. Das ist der Spitzwegerich. Den gibt es übrigens noch als Breitwegerich. Und wie alles in der Natur hat auch der Spitzwegerich 2 Seiten. Zum einen natürlich die massive Allergiegefahr und zum anderen macht es auch was Gutes. Nämlich es ist eine Naturheilkunde, unheimlich prima eingesetztes Mittel für Huste und für Hustesaft. Und es wird halt auch gerne auf Wunde und halt auch auf entzündete Wunde gelegt. Das haben sogar unsere Vorfahren schon gewusst und dann haben das sogar in Schuh hingelegt, um halt Keblose zu kriegen. Das wiederum war natürlich auch eine prima Verwendung für das Unkraut. Von der anderen Seite aus gesehen, wollen wir euch auch noch ein wichtiger Hinweis geben und das macht der Marco für euch. Als ich noch nicht gewusst habe, dass ich hochallergisch gegen Wegerich bin, habe ich indische Flohsamen geholt. Das war grundsätzlich verkehrt, weil die auch zu Wegerich-Gewächse gehören. Und da habe ich auch die ganzen Probleme gekriegt, wo Eva es Sarah gesagt hat. Da sieht man auch, dass so unscheinbare Gewächse ganz schön was auslösen können.